deswegen viel mit Zahlen beschäftige, war mir die Ansage eben vom Manfred ein bisschen zu politisch. Weil so richtig eine Zahl hätte eigentlich nicht gedacht. Wenn wir in dieses Konzept einsteigen, diese Befragung, wir wollen wirklich 150.000 Stimmen gewinnen, dann muss man sich mal Werbekampagnen überlegen, die schicken Millionen Prospekte raus und gehen davon aus, dass ein oder zwei von diesen 1 oder 2% davon reagieren. Wenn wir also von Syrien aus Köln erobern wollen und 150.000 Stimmen einfangen wollen, werden wir sehr viel Werbung machen müssen. Und da müssen wir uns Gedanken machen, was für Zahlen wir da brauchen. Sind das wirklich nur 10.000 Euro? Sind das 20? Oder brauchen wir 50? Oder brauchen wir 100.000 Euro? Der Manfred sagte am Anfang dieses Beispiel mit den Spenden von 10 Euro. Ja, wenn uns die Veranstaltung heute gefallen hat, 10 auf das eine und 10 auf das andere Konto. Wenn ich das mal ganz erlaubt sagen darf, das können wir vergessen. Und ich finde es hilfreich, wenn wir uns mal Gedanken machen, wovon reden wir. Es gibt sicherlich genügend Bewohner hier im Kölner Süden, die auch in der Lage sind, mal 1.000 oder 5.000 Euro zu spenden, wenn es ihnen denn wert ist. Oder wenn es ihnen das wert ist, unabhängig davon, wie sie das können. Aber dass man das einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, sind das 100.000 Euro, die wir einsetzen müssen. Darum geht es mir, dass man das ein bisschen sich einfach nochmal überlegt, unabhängig von der Frage, wie wir in diesen Wahlkampf da ziehen, also die Umfrage. Danke. Ich habe mir eben gesagt, er geht jetzt direkt nach Hause zum Online-Banking und dann wird er reingeklotzt. Ich erinnere daran, weil ich aber gesagt habe, jede Zehnerpotenz dazu ist ja auch willkommen. So, ja, jetzt müssen wir ein bisschen auf den politischen Proporz achten, weil ich habe gerade auch eine Wortmeldung gesehen, die ich gehört habe, vom Herrn Hohmann, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Bezirksvertretung Hohenkirchen. Mike, dann kommen wir nach vorne. Ja, lieber Manfred, danke schön. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich muss sagen, ich habe mir eigentlich so viele Punkte aufgeschrieben, die ich zu diesen beiden Vorträgen zu sagen hätte. Ich glaube, da müssen wir nochmal 3 Stunden dranhängen. Vom Prinzip her eine Frage, oder eine Frage, die gerade auf der Karte gestellt war, würde ich gerne vorweg schieben. Beziehungsweise ich würde dir auch gerne eine Antwort darauf geben. Jedenfalls, was mein Part in der Bezirksvertretung Hohenkirchen angeht. Weil eins ist völlig klar, ich höre oder habe heute Abend gehört, ja, würden die Grünen mit der SPD, die SPD mit den Grünen noch zusammen weiterarbeiten? Wenn in der Frage Godorfer Hafen keine Einigung erzielt wird. Fakt ist, dass der Godorfer Hafen zumindest im Rat ausgeklammert wurde. Und Fakt ist auch, dass wir auf Bezirksebene wirklich sehr konstruktive und vernünftige Gespräche geführt haben. Ich möchte hier aber bitte an alle erinnern, Politik im Kölner Süden ist nicht nur Godorfer Hafen. Und ich muss sagen, dass mir die Zusammenarbeit und das Bündnis und das, was wir in den letzten 1,5 Jahren erreicht ist, haben, viel zu wichtig wäre, um es an dieser Frage scheitern zu lassen. Wir haben. Was heißt? Ich habe nicht. Nein. Man kann auch in einem Bündnis unterschiedliche Auffassungen vertreten. Das ist sicherlich also der Auffassung erfolgt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil hätte mir wirklich eine sachliche Diskussion heute Abend gewünscht. So. Ich kann Ihnen auch ein bisschen was dazu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Neef und Herr Held, so sehr ich Sie auch sonst schätze, da waren schon unterschwellig Subventionsbetrug, mafiöse Strukturen. Das sind einfach Sachen. Das muss man mal endlich laut sagen. Nein, das dient einfach nicht der Sachlichkeit. Ich bin Herr Neef. Bin ich gern bereit. Ich mache folgenden Vorschlag. Herr Neef, darf ich auch sagen? Ich habe gesagt, dass es gelogen worden ist. Und das habe ich auch versucht zu beweisen. Darum geht es. Nein, Sie haben Führungen, Spitzen.
in der Stadt mafiöse Strukturen. Das Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber egal, das heißt, ich biete Folgendes an. Ich würde nämlich gerne eine Versachlichung der Diskussion hier haben. Und wir haben heute, und das müssen Sie fairerweise zugeben, eine Seite gehört. Wir haben die andere Seite noch nicht gehört. Ich würde gerne eine Veranstaltung machen, von mir aus gerne zusammen mit unserem Bündnispartner, gerne hier an diesem Ort, wo beide Seiten die Möglichkeit haben, sich zu begegnen. So, beide Seiten. So, wir haben heute eine Verhandlung geführt, dass dort wirklich Argumente ausgetauscht werden können. Ja? Sekunde. Ich weiß nicht, Herr Zehnte, ob Sie wären bereit dazu. Wir reden nur mit dem Vorstand. So. Sekunde. Ich glaube, wenn die übernehmen, das geht nicht. Ich mache mir umgedreht. Ja. Manfred. Also, Sie drehen die Fakten um. Aber hier sind Vorwürfe auch laut geworden, dass wir das als taktisches Manöver machen, diese Bürgerbefragung. Dann müssen Sie auch nicht vom Prinzip her, vom Prinzip. Wir sollten einfach fair miteinander umgehen. Sag's mal kurz. Ja, und dann diskutieren wir weiter. Aber wenn wir jetzt immer mit Zwischenrufen die Sache machen, dann denke ich, bringt das nicht. Wie gesagt, ich lasse ganz viel weg. Es ist kein Täuschungsmanöver. Das Ding ist, vor 2 Jahren haben Sie in einer wirklich großartigen, in einem großartigen Kraftakt 38.000 Stimmen gesammelt. Und vor 2 Jahren hätten Sie, wenn Sie das erreicht hätten, was Sie wollten, hätten Sie genau den Vorschlag gehabt, sogar weniger als den Vorschlag, der heute auf dem Tisch liegt, nämlich Sie hätten auf jeden Fall auch die 20% überspringen müssen, weil es Gesetz ist. Aber wir sind gerne bereit. Ja, und das sage ich nicht nur für die BV-Fraktion, ich sage das auch für die Ratsfraktion. Wir sind gern bereit, über das Verfahren zu diskutieren. Nur, es muss auch klar sein, dass das ein Verfahren sein muss, was vorher feststeht. Es ist Gesetz momentan, dass wir 20% haben. Wir würden auch gerne in einer Bürgerbefragung das analog dazu machen. Jetzt ist es aber so, dass immer neue Hürden gestellt werden. Der Oberbürgermeister darf nichts mehr dazu sagen. Die HGK darf nichts mehr dazu sagen. Wir müssen abwarten, weil wir haben ja erst 3 Gutachten, wir haben 2 Gegenstellungnahmen zu den Gutachten in den letzten 10 Jahren, wir wissen alle nicht, was läuft, wir wollen das Logistikkonzept abwarten. Das sind alles Fragen, da kann man drüber diskutieren. Da kann man drüber diskutieren, okay, aber es ist keine Taktiererei. Wir sagen einfach, das Thema ist, wie die Dame da hinten sagte, so festgefahren. Wir treten ein Stück zurück und lassen die Bürger entscheiden. Also, letztendlich ist es doch auch gut, einem anders denkenden Mann in Ruhe zuzuhören. Ganz persönlich meine Meinung. Ich möchte Dieter Lehm noch in Schutz nehmen. Ich denke, das ist nur ganz klar meine Aufgabe. Wenn man guckt, was hier in Köln in der Stadt abläuft, ja, dass da Hausdurchsuchungen bei Politikern, auch wenn sie nicht mehr aktuell im Rat sitzen, aber aus der Zeit aus passieren. Wenn ein Ex-Oberbürgermeister seinem Kumpel einen Posten verschafft und der kriegt dann viel Geld, dann ist irgendwas faul in Köln. Und dann darf man Dr. Zese, den Pressesprecher der HGK, ein Satz. Ich brauche 2. Ganz wichtig. Ganz kurz. Richtig, es ist kein Täuschungsmanöver, es ist eine politische Frage, über die man streiten kann. Ich finde, es ist nie zu spät zu reden. Und deswegen, wenn wir Sie uns einladen, zu einer Veranstaltung zu kommen, machen wir mit. Über das Wann, über das Wo, reden wir gerne bald. Mein Blut gerne. Danke. So,
Herr Andreas Kelz möchte auch noch etwas sagen. Dankeschön. FDP-Hintergrund. Ja, das hätte ich schon gesagt. Einen schönen guten Abend, Andreas Kelz. Andreas Kelz ist mein Name, ich bin Vorsitzender der FDP hier im Kölner Süden. Und Sie haben mich ja da drüben schon mit wackelnden Hintern auf dem Stuhl sitzen gesehen. Weil eigentlich habe ich mir ein paar andere Punkte überlegt, was ich Ihnen jetzt sage, bezüglich Quorum und Aufruf zur Wahl und dass Sie alle zur Bürgerbefragung auch teilnehmen sollen. Aber ich möchte auch zunächst erstmal meinen Respekt Mike Roman aussprechen, dass er zum einen sich hier auf so einem Auditorium einmal stellt, aber mir stellt sich, genauso wie bei Herrn Dr. Cesis Auftritt, warum erst jetzt? Wir reden ja eigentlich über... Wir reden ja über diese Thematik nicht erst seit gestern. Ich habe ja die 30er-Schallmarke auch schon seit ein paar Jahren überschritten und ich kann mich noch als kleiner Junge daran erinnern, dass mein Vater schon damals Plakate aufgehangen hat mit einem großen LKW, der aufgefressen wird von einem großen Drachen. Sprich, die Thematik Oderverhafen besteht ja schon seit mehr als 20, 30 Jahren. Aber die Politik, besonders die Hafenbefürworterpartei, reagieren erst dann, wenn sie Denkzettel bekommen. Und jetzt komme ich doch wieder zu meinem Aufruf. Nutzen Sie das Bürgerbegehren bzw. die Bürgerbefragung. Wir haben leider keine Mehrheit mit Grün, mit FDP im Rat. Deswegen wird diese Bürgerbefragung höchstwahrscheinlich so durchgeführt. Aber nutzen Sie diese Chance als Denkzettel für diese Politik, gegen diese Politik. Und es geht auch nicht an sich darum, ob man das Quorum erreicht von 20%, weil höchstwahrscheinlich wird es nicht zu erreichen sein. Es geht aber darum, dass man ein Ausrufezeichen setzt, dass man die Mehrheit gegen den Hafen abstimmen lässt und dieses Verfahren ist sowieso im Vorfeld schon von vornherein diskreditiert, weil dieses Quorum nur eingeführt wurde in Köln, damit Bürgerentscheide und Bürgerbeteiligung wirksam verhindert werden können. Einen kurzen Punkt zur FDP möchte ich mir gerne noch erlauben, wenn ich hier darf. Besonders was Manfred gerade eben gesagt hat bezüglich Glaubwürdigkeit und Gradlinigkeit von politischen Parteien. Ich möchte daran erinnern, dass die FDP die einzige Partei ist in den letzten 20 Jahren, die sowohl in der Opposition als auch in Regierungsverantwortung sich mit ihrer Position einen unnützen Ausbau des Godorfer Hafens zu verhindern und zu blockieren durchgesetzt hat. Das ist der Unterschied zwischen uns, zwischen den Grünen und uns. Aber wir streiten in der Sache natürlich gemeinsam und sehen auch weiterhin gegen den Ausbau des Godorfer Hafens und werden uns auch im Rat gegen das Quorum aussprechen, weil dieses Quorum einen Anachronismus darstellt und einen Hohn für jegliche Bürgerbeteiligung.